Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen auf ein Bier mit. Vielen Dank. Schön, dass Sie auch da sind heute Abend. Wir sind immer noch im Corona-Modus in dieser Sendung. Das heißt, wir halten alle ein wenig mehr Abstand. Sie zu Hause haben zu uns ohnehin genug Abstand, sind trotzdem nah genug dran, um ein spannendes Gespräch mitzuerleben. Und ich freue mich sehr, dass der neue Hauptgeschäftsführer der IHK in Ulm bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Max Martin W. Deinhardt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zum Wohle erstmal. Wofür steht das W? Ja, großes Geheimnis. Traut sich kaum einer zu fragen. Ja. Ich verrate und schon jetzt sind wir mittendrin in dem Spaß, mittendrin, den ich mag. Ja, also Wilhelm muss man mich nicht nennen, aber irgendwie meine Eltern haben das so gewollt. Und irgendwie so irgendein Opa hat mal so geheißen. Und deswegen ein W-Punkt, um es nicht ganz wegfallen zu lassen. Und um einfach bei den Leuten die Spannung sozusagen aufzubauen. Ne? Wie könnte es heißen? Was könnte das sein? Das heißt, es ist schon Thema, das erleben Sie wahrscheinlich schon, oder? Also wir haben tatsächlich im Vorfeld überlegt, wofür steht das? Weil man findet es nicht. Ja, und keiner traut sich da zu fragen. Ne? Also, woran liegt das? Weiß ich nicht. Sie sind doch eigentlich erstmal ein ganz netter. Ja, eigentlich denke ich schon. Ne? Ja, also ich verrate es gerne. Wie gesagt, wenn man fragt, so nett wie Sie, dann antworte ich auch gern. Ja, also Wilhelm. Sehr schön. Sie sind neuer Hauptgeschäftsführer der IHK in Ulm. Und das in einer, ja, gerade für Industrie und Handel enorm spannenden Zeit. Wir sind immer noch in dieser, gerade eingangs schon gesagt, in dieser Corona-bedingten, alle halten Abstand, in der Wirtschaft passiert weniger, in der Industrie, im Handel gibt es Auswirkungen, Phase. Wie ist es genau in so einer Phase, neuer Hauptgeschäftsführer zu werden? Ja, also Corona wünscht sich keiner, aber wenn man jetzt in so ein Amt neu reinkommt, dann ist es etwas, ja, so eine Art Booster, würde ich mal sagen. Also man wird noch schneller ins Amt reingeschossen, weil man auch wahnsinnig schnell die Verantwortung übernehmen muss. Und man lernt aber sein Team, seine Mannschaft kennen, viel besser, als es wahrscheinlich wäre, wenn man längere Zeit dazu brauchen würde. Man lernt aber auch, sage ich mal, das Umfeld kennen, auf, ja, die Partner auch, ich sage mal, in der Stadt, in den Behörden, also auf die man sich verlassen kann, wo man sich dann auch vernetzt. Also so eine Krise ist eine Art, ja, Beschleuniger und sozusagen schießt einen in so ein Amt noch schneller rein und ich glaube, man kommt auch schneller an. Wir werden dieses Thema mal kurz zur Seite legen, kommen aber ganz sicher nochmal drauf zurück, weil es natürlich für ja auch Ihre Mitglieder ein wahnsinnig spannendes Thema ist, auch für alle, die heute Abend zusehen. Ich möchte trotzdem Sie ein bisschen vorher kennenlernen. Sie kommen ursprünglich aus dem Norden, haben sich so langsam runtergearbeitet von Bremen über Offenbach, Würzburg, jetzt nach Ulm. Warum Ulm? Ja, warum Ulm? Also vorher war ich nochmal in Konstanz und dann habe ich doch so ein bisschen den Süden kennengelernt. Sie sind gar nicht kontinuierlich in den Süden gewandert. Nein, ich bin mal richtig in den Süden sozusagen. Nicht? Also ich habe in Bremen studiert, habe vorher eine Ausbildung gemacht, bin auch Flugzeugmechaniker, habe bei Airbus mal gelernt, da bin ich stolz drauf, deswegen sage ich es auch. Heute kein Blaumann, aber dafür einen blauen Anzug angezogen, aber habe 3 Jahre Blaumann getragen und das hat auch, sage ich mal, es gibt einem auch ein bisschen was mit ins Leben, also nicht nur studiert. Und habe dann aber gesagt, nee, gehst studieren, mach Fachabi und geh studieren und war dann erst in Bremen, habe da an der Fachhochschule studiert, Politik und habe dann gesagt, was machst du jetzt, bist noch jung und dann war in Konstanz, das ist eine schöne Uni und da wollte ich da studieren, wo andere Urlaub machen und habe da meinen Master gemacht und das war eine wunderschöne Zeit und habe dann auch hier über private Beziehungen dann auch so bis, habe ich vorgearbeitet bis in den Raum Ulm, war ein paar Mal hier auch in der Stadt. Private Beziehungen, das private klingt ja Beziehung, spannend. Ja, ich hatte mal eine Freundin in Biberach, Ingolding, die Ecke, da hatte ich einfach einen Bezug dann dazu, aber schon lange her, aber war eine schöne Zeit und so habe ich Ulm kennengelernt und ich muss auch mal sagen, wenn ich damals Ulm nicht so kennengelernt hätte und die Region, dann wäre ich wahrscheinlich bei der Stellenausschreibung gar nicht so darauf aufmerksam geworden. Aber weil ich es kennengelernt habe und den Süden als solchen kennengelernt habe, die Region Schwaben bis an Bodensee, habe ich gesagt, Mensch, da ist ein Ort, an dem kann man sich niederlassen und sozusagen auch vielleicht den Rest seines Lebens auch bleiben. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier gelandet bin. Sie hätten auch einfach googeln können, schönste Stadt der Welt,
dann wären sie auch auf Ulm gekommen und hätten diesen Umweg über Konstanz da gar nicht nehmen müssen. Ja, also das wäre mal vielleicht mal was so als Marketing. Ich google es nachher mal, ob es wirklich mal rauskommt. Müsste eigentlich garantiert, rauskommen. Garantiert, ich bin mir ganz sicher. Wobei dann wahrscheinlich die Biberacher gleich anrufen würden und die Riedlinger. Das ist ja bei der IHK so. Auch dann, ne? Schön, alles schön, aber wirklich. Nein, ich glaube, dass die Ulmer und die auch in der Region Ulm, dass sie zwar selber wissen, was sie für Stärken haben, aber ich sage mal, im schwäbischen Understatement das nicht so in die Welt raus erzählen. Und das könnte man vielleicht ein bisschen mehr machen. Was mögen Sie denn so, dass man das mehr machen könnte an der Region? Woran ich das merke oder? Nee, was Sie daran mögen. Was ich an der Region mag. Mhm. An der Region mag ich einfach... Ich muss auch mal über meine Sprache nachdenken. Nein. Oder ich über meine Ohren. Ich nehme einfach noch ein Bier. Trinken wir erstmal einen Schluck. Ne? Also, das ist ja eine Traumlage hier in der Region. Also, aus IHK-Perspektive eine Traumwirtschaft. Das ist einfach für einen Hauptgeschäftsführer hier in einer Region arbeiten zu dürfen, in der man noch gestalten kann. War ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich gesagt habe, ich komme hierher. Es gibt Regionen, da sind IHKs damit beauftragt, eher den Abschwung zu organisieren. Und hier, wie gesagt, haben wir eine unglaublich breite Facette an unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen und eine starke Region, die auch diese Krise gut überstehen wird in Gänze. Und dann ist es natürlich auch eine Region, in der man einfach gerne leben kann oder gerne leben möchte. Man kann von Ulm aus schon die Alpen sehen. Der Bodensee ist nicht fern. Es gibt hier, wie gesagt, Allgäu, muss ich Ihnen nicht erzählen. Also die meisten, die jetzt zuhören, die werden das wissen. Aber das war etwas, was mich einfach überzeugt hat, zu sagen, das ist eine Region, da macht es Spaß zu leben und zu arbeiten. Welcher ist der schönste Platz, den Sie bisher bei uns in der Region kennengelernt haben? Der schönste Platz, ich kann nicht meine schönste Strecke nennen, ich hatte meine erste Bootsfahrt, ich fahre auch gerne Boot, ich habe so ein Faltboot, so ein uraltes Klepper-Faltboot und da bin ich die Iller runtergefahren, sozusagen bis nach Ulm in die Donau rein und das war etwas, wo ich sage, das war mal so ein richtig schöner Ort, einfach mal so auf dem Wasser zu sein und mal auch mal die Stadt Ulm dann von einer anderen Perspektive zu sehen und das würde ich schon sagen, das ist sicherlich einer der schönsten Orte. Gibt es irgendwas, bei dem Sie sagen, das vermisse ich aus dem Norden? Also das Bier sicher nicht, das ist bei uns ganz klar besser. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht man ja auch hier an dem Bier, was ich heute trinke. Oder generell an den vielen schönen fränkischen Bieren. Aber was ich vermisse, schwäbische Biere. Ich denke, komm deswegen drauf, weil ich in Franken immer Wein trinken musste. Die haben tatsächlich auch einige ganz okaye Biere. Ist vernachlässigbar, würde ich sagen. Was ich vermisse, das ist sicherlich, ich sag mal so, der frische Nordsee-Luft, die einem da sozusagen mal irgendwie um die Ohren, um die Nase rumweht und Ebbe und Flut kann es ja auch nicht geben. Ne? Aber ansonsten reicht es mir selber, wenn ich mal so 2-3 Mal im Jahr im Norden gewesen bin, dann habe ich wieder sozusagen norddeutsche Energie aufgetankt. Aber ansonsten ist jetzt nicht viel, was man hier vermisst. Die Donau ist manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer. Also ja, merkt man das wirklich? Also Hochwasserphasen merken wir schon in Ulm und in der Region. Von daher ist es ja fast sowas wie Ist fast ein bisschen, ja, richtig. Verstehen Sie schon alles oder gibt es noch so Skills, die wir uns heute Abend aneignen müssen? Das ist super spannend, dass ich von den Schwaben immer wieder gefragt werde, von sich aus, ob ich sie überhaupt verstehen würde. Das ist, und da muss ich sagen, ja. Ne? Geht? Geht. Ich muss Ihnen mal meine Großmutter, meine Oma vorbeibringen. Bei meiner Oma ist es wirklich so, die verstehe ich manchmal nicht. Ja, also wenn ich Ihnen die mal vorbeibringe, dann... Das können wir mal machen. Oder Ihre Oma kann mal meine Oma anrufen. Die kommt irgendwie aus Ostfriesland. Und wenn die beiden miteinander telefonieren, müssen wir mal gucken, ob die sich überhaupt miteinander verstehen können. Also ich glaube, das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Nee, glaube ich auch nicht. Können Sie das, Ostfriesisch? Ostfriesisch, also Plattdeutsch. Ich kann es verstehen, aber ich kann es oder einigermaßen verstehen. Aber ich werde jetzt hier nicht Plattdeutsch sprechen und... so, frontenklar geregelt hier. Nee, okay, verstehe also, ja. Schöne Region. Ja. Gutes Bier. Auf jeden Fall. Essen? Ja, auch super. Ja, Spätzle habe ich mich schon mal so dran versucht. Hat auch funktioniert. Die Zwiebeln anrösten geht auch. Bisschen Käse drauf auch. Also das funktioniert. Sind Sie ein Schaber oder ein Presser? Ich bin ein Presser. Warum? Weil mir das so gezeigt worden ist. Ach, von wem? Von meiner Freundin. Die ist Schwäbin und die hat mir das gezeigt. Woher kommt die genau? Die kommt aus hier relativ nah dran, sozusagen, aber Schwäbisch, ja, Bayerisch-Schwaben ist das dann. Bayerisch-Schwaben. Wie heißt sie mit Vornamen? Henriette. Henriette aus Bayerisch-Schwaben. Ich habe folgende Nachricht für dich. Mo schabt, mo druckt it.
Wäre schon mal geregelt jetzt. Wäre schon mal geregelt, ja. Gut, dann lassen Sie uns mal über Ihre Arbeit sprechen. 24 Jahre bei Otto Selzle, Hauptgeschäftsführer der IHK, fast 24 Jahre. Ja. Wie schwer ist es da oder wie groß sind die Fußstapfen nach Otto Selzle, diesen Job zu machen? Ja, das ist immer die spannende Frage mit diesen Fußstapfen. Also ich sag's mal so, wenn man, ich sag mal, in meinem Alter, verrate ich jetzt nicht, aber 38. Dass sozusagen so ein Amt antreten darf. Otto Selzle war genauso alt, als er angefangen hat. Dann ist es schon, sage ich mal, alleine sozusagen die Lebenserfahrung und wie man auch reinkommt, ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Und ich schätze die Arbeit, die Herr Selzle gemacht hat, wahnsinnig. Und ich schätze auch die Zeit, die wir miteinander hatten, es waren immerhin 3 Monate, auch sehr, weil es war eine sehr intensive Zeit und er hat wirklich versucht, mich da wirklich bestmöglich in dieses Amt reinzubringen in der kurzen Zeit vom 1. Oktober bis kurz vor Weihnachten. Und ja, das war auch das hat Spaß gemacht, die Zeit. So. Fußstapfen, die liegen ja immer hinter einem und ich denke, meine Aufgabe ist es, meine eigenen Fußstapfen zu machen. Sicherlich das zu sehen, was entstanden ist in den 24 Jahren, aber selber aber auch die Sachen anzupacken und sie auf meine Art zu machen. Das ist, wie gesagt, etwas, das muss man so machen. Deswegen vergleiche ich mich nie oder möchte auch nie mit Otto Selzle verglichen werden, sondern man geht seinen eigenen Weg. Und ich denke mal, jeder, der eine Institution führt, macht es auf seine Art und Weise und auch in dann immer wieder anderen Zeiten. Und jetzt bin ich halt in Corona reingekommen und ja, muss da meinen eigenen Weg finden. Und ja, aber auf die Zeit sozusagen mit Otto Selzle schaue ich gern zurück. Ja, hin und wieder telefonieren wir mal. Aber ich weiß, dass er jetzt irgendwie auch viel im Grünen unterwegs ist, im Garten, im Keller und so weiter. Also er genießt seine Zeit, glaube ich, auch. Selbst wenn er sie genießt, fragt er denn manchmal oder gibt er manchmal von außen noch Tipps und versucht noch Einfluss zu nehmen? Oder ist Otto Selzle, Herr Selzle, viele Grüße an dieser Stelle. Aber ich habe ihn immer erlebt als einen, und ich meine das total positiv, sehr umtriebigen Mensch, bei dem ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen konnte, das habe ich ihm auch mal gesagt, dass er so von 100 auf 0 geht. Ja, also er musste dann schon irgendwann von 100 auf 0 gehen. Das heißt, er ruft nicht morgens an und sagt, ach komm, jetzt. Nein. Also wir telefonieren schon mal und bei uns ist ja auch so, wir haben ja neben dem Amt des Hauptgeschäftsführers sind sie ja noch in sich anderen Gremien mit drin. Irgendwo sind sie immer noch Geschäftsführer, Vorstand hier und da. Und das ist natürlich dann, je nachdem, schleicht sich das aus und er hat die Ämter einzeln übergeben in den letzten Wochen. Da tauscht man sich nochmal aus, aber dass er mir jetzt Tipps geben müsste oder sich da danach fühlt, das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil, er wird sicherlich täglich die Zeitung lesen und gucken, was da so los ist, auch in der IHK. Aber ich glaube nicht, dass er sich nochmal sozusagen von sich aus sozusagen jetzt da melden müsste oder da den Drang verspürt. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt einen eigenen Weg vor sich, wohin soll der Sie und wohin soll der auch die IHK führen? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe mir selber als Aufgabe genommen, erstmal mit unserem Ehrenamt, also mit der IHK-Vollversammlung, in diesem Jahr auch mal ein Strategiepapier zu entwickeln, in dem wir für uns mal festlegen, wo geht die Reise der IHK grundsätzlich erstmal hin, welche Themen sind für unsere regionale Wirtschaft wichtig, weil Positionspapiere gibt es viele, da können Sie nach Brüssel schauen, nach Berlin schauen, nach Stuttgart schauen, aber wir wollen ja für unsere IHK gucken, was ist eigentlich unsere DNA, was ist auch die DNA unserer Region, deswegen arbeiten wir gerade in verschiedenen Themenfeldern mit der Vollversammlung einfach mal Ziele, um zu sagen, da wollen wir hinarbeiten, da wollen wir unsere Region stärken. Das fängt beim Thema ehrbarer Kaufmann an. Wir wollen unser Kaufmannstum, nämlich das, wovon wir hier alle leben und wo wir einen Wohlstand haben, das auch wieder in die Mitte der Wahrnehmung rücken, dass wir einfach sagen, der Unternehmer, das ist nicht sozusagen der die Leute sozusagen ja, betrügt und irgendwie versucht zu hintergehen und maximalen Profit zu machen. Der Unternehmer ist ein Teil der Gesellschaft, der enorm wichtig ist, der Verantwortung übernimmt, der ausbildet, der beschäftigt, der investiert. Und das muss mehr, aus unserer Sicht mehr in den Mittelpunkt der Wahrnehmung. Über Themen aber auch wie Fachkräftesicherung, berufliche Bildung, Digitalisierung, bis hin zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt sieht doch jeder, dass ich alkoholfreies Bier trinke. Hatten wir nicht gesagt, wir verheimlichen das. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, aber das ist vielen, vielen Dank. Ich sehe, ich rede zu viel und trinke zu viel. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich hier bin. Das liegt ja an mir. Also, das sind Themen, denen wir uns momentan annehmen und wo ich sage, das ist etwas, wo ich gemeinsam mit unseren Unternehmern, mit dem gewählten Ehrenamt und Präsident einfach die Reise für uns erstmal definiere, was sozusagen die Grundrichtung angeht. Und selber für mich bedeutet es auch eben, ich möchte sozusagen einer modernen IHK vorstehen, einer, die sozusagen Verantwortung für die Stadt übernimmt, ein moderner Dienstleister ist, wie man so schön sagt. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, da zu sein für uns Unternehmer,
Und das ist wir haben ja 46.000 Mitglieder, gar nicht so einfach. Da bekommt man meistens mehr Schelte als Lob. Aber ist eben auch so, damit muss man leben. Aber insgesamt steht die gesamte IHK-Organisation, wir sind ja insgesamt 79 Kammern, davor, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Und das heißt einfach, wir müssen moderner Dienstleister werden für die Wirtschaft und für die Menschen. Und das ist etwas, was noch eine ganze Menge an Wegstrecke ist, die ich selber gerne auch ganz klar aktiv eben auch angehen will und auch mitgestalten will. Das heißt, da läuft jetzt sozusagen die Suche nach der DNA, wie Sie es gerade eben selbst gesagt haben. Ja, oder wir haben, also eine DNA haben wir sowieso, aber die muss man, wir können uns ja weiterentwickeln. Ne? Das ist so ein bisschen so wie, ne, wenn der Mensch mal aus dem Wasser kam und irgendwann jetzt hier sitzt und Bier trinkt. Und so müssen wir uns als IHK auch weiterentwickeln und irgendwie uns sozusagen nicht da stehen bleiben, wo wir heute sind, sondern einfach zu gucken, wo sind die nächsten Herausforderungen und wie werden wir auch von außen geprägt. Ne? Jetzt haben wir eine Herausforderung, die ja ganz massiv ist, haben wir gerade eben zur Seite geschoben. Ich ziehe sie mal wieder ran und das ist diese Corona-Herausforderung. Wir hatten wochenlang eine Art Lockdown. Viele Geschäfte, viele Betriebe waren komplett runtergefahren. Die sind teilweise immer noch runtergefahren. Wir haben sehr viele Menschen in Kurzarbeit. Wie können Sie in so einer Phase, wie können Sie da als IHK helfen? Wir können ganz massiv helfen. Jetzt habe ich mich verschluckt am leckeren Bier. Soll ich noch ein bisschen sprechen? Dann können Sie in Ruhe... Nee, ich fange schon wieder an. Okay. Also wir können ganz massiv helfen. Und das war auch etwas, was wir auch gerade in Baden-Württemberg als IHKs übernommen haben mit dem Soforthilfeprogramm, was vom Land aufgesetzt worden ist, wo wir als IHK Mittler waren sozusagen zwischen Unternehmen und der L-Bank, der Landesbank, wo wir gesagt haben, wir prüfen bei den Unternehmen, wie sie ihr Geld bekommen, dass sie ihr Geld bekommen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, haben wir allein als IHK in Ulm fast knapp 17.000 Anträge bearbeitet, ein komplett neues System für uns. Da haben wir Manpower reingesetzt. Wir waren in den ersten Wochen der Corona-Krise, waren wir von Montag bis Sonntag, von 8 bis 20 Uhr waren wir da. Würde kein Mensch denken bei einer IHK, nicht? Aber waren wir da. Wir sind normalerweise auch von Montag bis Freitag da. Aber das war etwas, wo wir gesagt haben, das ist ein komplett neues Gebiet. Und da waren wir in ganz engen Kontakt mit vielen Mitgliedern, mit denen wir sonst keinen Kontakt haben und haben Dankbarkeit auch erlebt, gerade auch von den Betrieben, die man sonst nicht so oft sieht, nämlich von den Kleinen. Und wir vertreten die gesamte gewerbliche Wirtschaft, das heißt, bei uns sind auch die nicht-medizinischen Fußpfleger sind bei uns genauso Mitglied wie ein Böhringer. So. Diese Spannweite müssen wir bedienen. Und wir waren in der Krise, sind wir für unsere Unternehmen da. Wir haben eine Hotline, wo wir teilweise bis zu 600-700 Anrufe sozusagen in der Woche gehabt haben, wo wir wirklich Unternehmer hatten, die teils geweint haben, weil sie Existenzängste hatten und gewusst haben, ich habe keine Einnahmen mehr. Mein Laden ist geschlossen worden. Und wo soll ich mein Geld herbekommen? Wie soll ich das machen? Ich hab Mitarbeiter zu bezahlen, ich habe selber Verpflichtungen, die laufen alle weiter. Und wenn dann sozusagen von oben aus guten Gründen angeordnet wird, es muss geschlossen werden, dann wissen die nicht, an wen sollen sie sich wenden. Und da haben wir gemerkt, da können wir wirklich Hilfe leisten. Und wir sind auch eine Art, sagen wir mal, Informationsvermittler. Es ist so, wir lesen es in der Zeitung, jeden Tag kommen Neuerungen. Ja? Also ich sage mal, fast täglich werden in Stuttgart, wird die Verordnung verändert und das muss irgendwie transportiert werden. Die setzen es auf ihre Homepage und am nächsten Tag liest man es in der Zeitung und dann wollen die es aber übersetzt haben. Wir haben Gastronomen gehabt, als es hieß, jetzt darf man wieder sozusagen, Gastronomie darf wieder öffnen, erst außen, auch innen, zum Glück. Und vielleicht gerade noch rechtzeitig, ja, sonst würden wir hier nicht so schön sitzen können. Dann rufen die an und wollen von uns wissen, ja, sagen Sie mal, wie machen wir das jetzt mit den Hygienebedingungen? Ja, was müssen wir denn jetzt machen, damit einfach wir unsere Gäste auch nach regelkonform bedienen können? Es muss ihnen irgendjemand auch erklären. Das sind Aufgaben, die übernehmen wir mit. Da versuchen wir, die Informationen sozusagen zusammenzuführen, weiterzugeben. Und da merken wir, da sind wir eine ganz große Hilfe. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir da gut aus dieser Krise, und damit meine ich tatsächlich den Blick auf die Region gerichtet, wie gut kommen wir da möglicherweise wieder raus? Das ist ganz branchenabhängig. Also wir haben Branchen, die leiden nicht so stark unter der Krise, weil sie einfach aus dem industriellen Bereich kommen, möglicherweise gerade aus dem pharmazeutischen Bereich kommen. Wir haben einen großen Biopharma-Bereich. Die konnten sich abschotten, die können etwas anders agieren. Aber ich gucke eher auf den Großteil unserer Mitglieder und das sind die kleinen und mittelständischen. Und da haben wir Branchen, die einfach immer noch leiden, immer noch. Das ist immer noch die Gastronomie. Und es ist immer noch der Handel und es sind immer noch die Fitnessstudios, sind immer noch alle, die sozusagen sich mit dem ganzen Vergnügungsbereich beschäftigen. Ich denke dabei an alle, die sich zum Beispiel an den Hochzeitsbranchen, damit an der gesamten, sag ich mal, Hochzeitsindustrie, nennen wir es jetzt mal, dranhängen. Das fängt bei der Gastronomie an und hört beim Fotografen auf.
So. Und es finden aber gar keine Feierlichkeiten mehr statt. Ja, sie brauchen keine Künstler im Moment, sie brauchen keine Fotos, sie brauchen nichts, sie brauchen keine Werbebranche. Das alles liegt momentan da nieder. Und das sind viele, viele Kleine, die oft vergessen werden im Moment. So, wenn Sie mich jetzt fragen, wie kommen wir aus der Krise raus? Glaskugel haben wir auch nicht. Wir rechnen momentan selber bei uns mit weniger Eingängen von, sagen wir, von 30%. Das ist aber noch gut gerechnet. Das kann in manchen Branchen auch weitaus mehr sein. Und wir haben ich versuche wirklich das Ganze positiv. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie jetzt hier die Schwarzmalerei anfängt, weil ich sage, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen, mit Einhaltung von Hygieneregeln und ich sage mal intelligenten Lösungen, die gesamte Wirtschaft wieder am Wirtschaften teilhaben lassen zu können, dann können wir vielleicht auch in unserer Region noch glimpflich aus der Krise rauskommen. Es wird sicherlich Opfer geben, die wird es geben, die gibt es jetzt schon. Aber wir haben die große Hoffnung, dass sich das auch wieder erholt und dass wir möglicherweise auch dann im nächsten Jahr auch wieder wie nach der Krise 2008, 2009 möglicherweise auch wieder einen wirklich verstärkten Aufschwung bekommen. Jetzt haben Sie gerade eben den Einzelhandel schon angesprochen. Der Einzelhandel ist ja ohnehin jemand, das verfolgen wir schon seit vielen, vielen Jahren alle, jemand, der... Ja, darunter leidet, dass es mittlerweile ganz viele Online-Riesen, Online-Shops gibt. Ja. Gerade dieser Einzelhandel leidet ja auch jetzt besonders, denn die Online-Händler dürfen weiterverkaufen, die Innenstädte sind weiterhin oder waren zumindest sehr lange geschlossen. Ja. Wie wird das auch unsere Innenstädte, und damit meine ich beispielsweise auch die Innenstadt von Ulm, die ja ohnehin im Wandel ist, wie wird das die Innenstädte verändern? Also sie hat sich ja in den letzten Wochen schon verändert. Wir haben das gemerkt, wenn wir durch die Straßen gehen, auch an Tagen wie heute. Es ist einfach weniger los. Die Menschen, das bekommen wir auch direkt zurückgespiegelt vom Handel, sie gehen nur noch, wir sind dankbar, dass man wieder in die Läden wieder reingehen kann. Aber die Menschen haben eben keinen Spaß mehr am Einkaufen. Das heißt, gerade die sogenannten Lustkäufe, einfach mal durch den Laden schlendern, auch mal, ich sag mal, in den größeren Warenhäusern auch mal bis ganz nach oben fahren, einfach mal zu gucken, was gibt's Neues. Die Menschen, das merken wir ja alle, das macht einfach keinen Spaß. Die Freude ist weg. Das heißt, man geht in den Laden und versucht sich möglichst kurz drin aufzuhalten. Und das, wie gesagt, ist momentan einfach so, da müssen wir mit leben. Und wir hoffen, dass natürlich auch gerade in unseren Städten, Innenstädten wie hier in Ulm oder auch natürlich in anderen größeren Orten in unserem IHK-Bezirk, dass der Schaden dadurch nicht so stark zunimmt. Und der Handel ist natürlich, der hat laufende Kosten, der hat jetzt zum Beispiel auch wir haben Händler, die haben natürlich die gesamte Sommerware haben sie bekommen, die haben sie auch schon bezahlt, bestellt, die haben sie dann im Februar, März haben sie geliefert bekommen, auf der sind sie sitzen geblieben. Ja, wer kauft denn jetzt sozusagen noch die Sommermode? Da müssen sie schon richtig runtergehen vom Preis und müssen sie irgendwie loswerden. So. Und bei gleich laufenden Kosten und das ist eine unglaubliche Belastung. Dann kommt der Onlinehandel, Sie haben es schon gesagt, die Leute haben natürlich massiv Sie waren alle zu Hause, dann waren sie im Internet, dann haben sie sozusagen im Online-Handel eingekauft. Ich will jetzt keine Namen nennen, das ist ja auch alles auch vollkommen in Ordnung. Aber das sind eben genau die Euros, die nicht mehr sozusagen in der Ulmer Innenstadt oder in der Biberacher Innenstadt ausgegeben werden können. Das heißt, das Geld ist erstmal weg. So, und das fehlt den Händlern das gesamte Jahr über. Und daran hängt auch die Gastronomie. Und was für uns auch zurückgespielt worden ist, gerade in der letzten Woche, ist, seitdem die Gastronomie wieder öffnen darf und die Menschen wieder auch sozusagen essen, trinken können draußen, belebt es den Handel wieder. Das heißt, wir haben hier, das ist eine ganz, ganz wichtige Synergie zwischen Handel und Gastronomie. Das geht Hand in Hand. Da haben wir auch eine wunderschöne, Szene, nicht nur in Ulm, sondern auch drumherum, wo man sagen kann, dass das passt. Und seitdem das wieder funktioniert, ist es wieder etwas belebt. Wir sind auch lange nicht auf dem Niveau wie vor der Krise. Also, Sie sehen sozusagen hier ein eher sorgenvolles Gesicht. Ne? Aber trotzdem erlebe ich Sie relativ optimistisch. Ja, weil wir Unternehmer haben, die wirklich unternehmerisch denken und die sagen, irgendwie kommen wir durch die Krise raus, kommen wir raus und dann packen wir wieder an und dann geht es weiter. Und so müssen wir auch denken und so denken wir auch seitens der IHK. Jetzt lasse ich Sie tatsächlich mal ganz kurz einen Schluck nehmen. Wir machen eine ganz kurze Pause wir hatten noch keine Pause, ne? Mm-mm. Wir machen jetzt eine Pause, sind gleich zurück, bleiben Sie bei uns. Wir lassen Sie nicht allein. Wir von der Sozialagentur Konkret versorgen Sie selbstbestimmt und würdevoll. Dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen, in Ihren eigenen vier Wänden. Ambulanter Pflegedienst, Senioren- und Behindertenbetreuung, Hauswirtschaft, Alltagsbegleitung, medizinische Hilfe. Alles aus einer Hand. Sozialagentur Konkret. Fiebern auch Sie schon auf frisches Grün? Auf Frühjahrs- und Sommerpflanzen? Auf prachtvolle Stauden? Duftende Rosen oder schmackhafte Kräuter? Zieht es Sie mit Macht ins Freie zum Säen, Pflanzen, Düngen?
Dann freuen wir uns über Ihr Kommen. Beiselen Gartenmarkt. 40 Jahre Kompetenz in Grün. Neue Wege in der Pflege. Werde auch du ein Teil unserer Sozialagentur Konkretfamilie und bewirb dich noch heute als Helfer, als Fachkraft oder in der Assistenz. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Willkommen zurück. Schön, dass Sie weiterhin, vielen Dank. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Auf ein Bier mit heute Abend mit dem Hauptgeschäftsführer der IHK in Ulm. Wir haben gerade eben schon ganz viel über Krise und Krisenmodus gesprochen. Lässt sich in irgendeiner Form schon beziffern, was diese Krise die Region, für die Sie zuständig sind, am Ende kostet? Nein, das vermag ich hier noch nicht zu beziffern. Also wie gesagt, wir werden große, große Einnahmeverluste haben. Das ist einfach so, Umsatzverluste im Handel, das wird sich auf die Gewerbesteuer niederschlagen. Aber wie das genau zu beziffern ist, dafür ist es, glaube ich, heute noch zu früh. Wann sind wir zumindest wieder ansatzweise wirtschaftlich in der Region da, wo wir mal waren? Oh, ist auch eine gute Frage. Auch, also das hängt ein bisschen davon ab, wie sich auch die weiteren, wie einfach der weitere Corona-Verlauf ist und wie sich auch die Öffnung sozusagen und all das, was momentan das Handeln und Wirtschaften behindert, wieder aufgehoben wird. Und wie gesagt, wir haben im Moment immer noch das Problem, der Handel ist einfach eingeschränkt, die Menschen gehen nicht so gerne in die Geschäfte und Gastronomie, das läuft jetzt wieder einigermaßen und drumherum, die Wirtschaft läuft auch wieder an. Also wenn wir Mitte des Jahres wieder auf einem guten Niveau sind, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Aber das hat immer da was mit zu tun, dass wir nicht wieder so ein Backflash oder wieder so ein Reshutdown haben. Das kann natürlich auch wieder passieren. Dann sind alle Blicke in die Glaskugel wieder weg. Das kann natürlich sein, gerade jetzt mit der kommenden Urlaubssaison, wenn sich das irgendwie wieder ins Negative entwickelt, was wir nicht hoffen wollen, was auch ganz schlimm wäre. Gehen wir davon aus, dass wir vielleicht in einem Jahr wieder auf einem Niveau sind, wo wir sein wollen. Jetzt haben wir diesen ganzen Stress mit Corona, Sie noch neu im Job, da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Arbeit, als es dann irgendwann, wenn es ein bisschen routinierter ist. Wie schaffen Sie es da, einen Ausgleich hinzubekommen? Das Bötchen habe ich vorher schon zwischendurch Bötchen, ja. Also ganz einfach im Privaten, so eine neue Region bringt ja auch viel Neues mit sich. Man kann sich viel angucken, wenn man dann raus darf. Jetzt darf man ja wieder raus. Einfach draußen in der Natur sein. Wie gesagt, Wasser ist etwas, was mir nahe liegt. Und Freunde, Freundeskreis, die man sich hier aufbaut und so weiter. Also das ist schon eine schöne Region, da findet man schon den Ausgleich. Es ist nicht nur IHK, was momentan auch ein bisschen so entgegenkommt, so geht es aber, glaube ich, auch allen, die solche Ämter in ähnlicher Form betrauen. Das ist einfach, wir haben auch in gewisser Zeit auch wieder weniger Termine gehabt. Ist ja nicht so, dass man als Hauptgeschäftsführer von Montag bis Freitag arbeitet. Da sind ganz oft Samstag-, Sonntagstermine mit dabei. Die sind ein bisschen weggefallen, Gott sei Dank. Dafür hat man mehr über Internet, über diese ganzen mit Webcam und sowas arbeiten müssen. Da hat man schon auch mal Zeit gehabt, auch mal sich die Region noch ein bisschen besser anzugucken. Jetzt haben wir nicht über Hobbys oder Sie wollten nicht über Hobbys gerade offenbar sprechen. Ich frage deswegen nochmal nach. über meine Hobbys. Ach, also meine Partnerin, die hat hier, wie gesagt, mit Familie haben wir noch einen großen Hof, da ist viel zu tun, da helfe ich gerne mal mit, das ist ein schöner Ausgleich. Also wirklich mal so sich die Hände wieder richtig schmutzig zu machen, mal jenseits weg vom Büroalltag, da bin ich gerne mit dabei. Jetzt habe ich gerade mir, oder wir haben uns ein kleines Automobil zugelegt, so einen alten T2, jetzt 40 Jahre alt, ein VW-Bus. Stark. Verrate ich jetzt hier mal, mit dem geht es dieses Jahr mal in Norden, das ist ein Corona-konformer Urlaub, da fahren wir nach Norden, also ganz wirklich ganz einfach und simpel, nur ab in den Bus, der muss halt dann auch nur fahren können. Das heißt, Sie schlafen auch drin und selbstverständlich. Leben findet in diesem, das ist selbstverständlich. Sehr schön, ja, ich finde es toll. Ja, ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir in den Norden kommen, also Norden Deutschlands. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich dem Wasser sehr nahe, ich segel gerne, bin lange Zeit gerudert in Bremen. Das ist jetzt ein bisschen weniger der Fall. Könnte ich, wenn ich wollte, sicherlich. Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ansonsten, rudern kann man ganz wunderbar bei uns in der Region. Wenn ich an der Donau entlang joggen gehe, da sind so viele Ruderer immer unterwegs. Ja, also ja, da muss man die Zeit wieder für haben. Ne? Die ist dann wieder nach Corona, ist sie wieder weg. Möglicherweise. Aber der Wunsch ist da. Möglicherweise. Ja, ja, sehr schön. Und mit diesem, was war das? Faltboot. Klepper Passat. Das ist so ein Faltboot. Das ist so, hat ein Holzgerippe, wer es kennt. Und da gibt es eine Gummihülle drüber. Und das können Sie innerhalb von 20 Minuten aufbauen. Drei Packsäcke. Das gibt es schon seit 100 Jahren, glaube ich, so diese Marke. Und da habe ich von meinem Vater geerbt, das Boot. Und damit kann man gut fahren. Das schmeißen Sie da jede Woche in die Iller? Und nicht jede Woche, leider nicht. Aber da kann man sie reinschmeißen. Und das kann man dann sozusagen auch dann in einem kleinen Wagen, kann man es auch nach Hause schieben, das geht schon.
und da auseinanderbauen. Schön, dass wir Sie ein bisschen kennenlernen durften heute Abend. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche, und damit meine ich also Ihnen, der IHK und vor allem dieser ganzen Wirtschaftsregion, die ja für uns alle so wahnsinnig wichtig ist, wirklich das Beste für die nächsten Wochen und Monate. Bedanke mich für heute und hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Zum jo. Wohl. Ich brauche nur eine wohl. Unterschrift, um Gottes Willen. Eine Unterschrift für meine Sammlung. Also zum Wohl an Sie. Groß, jawohl. Und zum Wohl an Sie. Vielen Dank. Dankeschön und kommende Woche sehen wir uns wieder auf ein Bier. Bis dahin. Tschüss. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.